Ja, ich war tatsächlich immer das einzige Mädchen. Also sowohl beim TV Hausen als auch bei der SG Rosenhöhe war ich immer das einzige Mädchen. Ich musste ein bisschen Ellenbogen zeigen. Aber spätestens, als sie gesehen haben, dass ich auch ein bisschen kicken kann, haben sie mich vollkommen akzeptiert. Und es war auch irgendwie immer was Besonderes, das einzige Mädchen zu sein. Heute ist Tanja Pawolek mit nur 23 Jahren Kapitänin bei Eintracht Frankfurt. Bis sie 16 ist, spielt sie in reinen Jungsmannschaften. Nicht irgendwie ein prägendes, negatives Erlebnis, aber dann schon irgendwie, ja, die kann ja eh nichts oder so, einfach weil ich eine Frau oder ein Mädchen bin. Und das hatte man sich dann auch irgendwie anhören müssen, aber dann im Spiel haben sie ja auch gesehen, die kann was, und meine Mitspieler, wie gesagt, waren sowieso immer, standen immer hinter mir. Man könnte kritisieren, dass es immer noch nicht genug Mädchenmannschaften gibt, dass viele gar keine Wahl haben, als in Jungsmannschaften zu spielen. Aber die Spielerinnen selbst sehen das oft anders. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Spiel ist natürlich viel schneller, weil die Jungs ganz andere körperliche Voraussetzungen haben. Und man muss sich immer durchbeißen, nicht nur vom Spielerischen, auch vom Kopf her, einfach akzeptiert zu werden. Und ich glaube, das prägt einen auch. Das prägt seine Spielart, aber auch sein Wesen irgendwie so ein bisschen. Mit 16 Jahren ist Schluss. Tanja Pawolek darf laut DFB nicht mehr bei den Jungs spielen. Sie wechselt zum FFC Frankfurt, der 2020 bei Eintracht Frankfurt eingegliedert wird. Also ich muss sagen, dass wir vom Schritt FFC Frankfurt zu Eintracht Frankfurt sehr, sehr viel mitgenommen haben. Also die Bedingungen sind jetzt sehr gut. Wir trainieren hier aktuell am Profi-Camp der Männer. Wir trainieren auf denselben Plätzen wie die Männer. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Wir haben unsere eigenen Kabinen. Wir haben festangestellte Physios, Athletiktrainer, die Trainer allgemein, Ärzte. Und da merkt man einfach schon, dass es sehr, sehr professionell ist. Und ich glaube, davon profitiert auch jede von uns. Bei den Eintracht-Frauen sieht man, wie professionell der Frauenfußball geworden ist. Also für den jetzigen Moment kann ich sehr gut davon leben. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mein Geld zählen und schauen, dass ich die Miete irgendwie bezahlt bekomme. Aber grundsätzlich wird es jetzt nicht für viele Jahre danach langen. Und dann werde ich danach auch einen normalen Job nachgehen müssen. Was ich aber persönlich auch nicht schlimm finde, weil ich ja auch irgendwie keine Langeweile in meinem Leben haben möchte. Tanja Pawolek setzt sich trotzdem für eine gleichberechtigte Bezahlung ein. Aber der Status quo habe auch Vorteile. Ich glaube einfach, dass wir den Sport ausüben, weil wir den Sport lieben. Bei uns fließt nicht so viel Geld wie bei den Männern. Und ich glaube, deshalb fokussiert man sich auch mehr auf die Leidenschaft, die wir haben. Leidenschaft und Nahbarkeit kommen gut an. Der Hype um die EM im Sommer 2022 färbt auf die Bundesliga ab. Beim Auftakt gegen Bayern kommen über 23.000 Zuschauer. Bundesliga-Rekord. Da haben mich auch zwei Leute, die früher mit mir Fußball gespielt haben, bei den Jungs gefragt, ob sie Karten bekommen. Und die waren zum ersten Mal auf dem Spiel von uns und die waren danach total begeistert. Dass noch mehr Menschen dem Frauenfußball eine Chance geben, das wünscht sich die Kapitänin für die Zukunft. Generell kämpfen wir immer darum, irgendwie uns auf einer Ebene zu sehen. Und ich glaube, der Kampf wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass wir da definitiv auf einem guten Weg sind.